Hallo und willkommen zu Let's Play! Halb der Time Quest mit mir, Frau Goggi. In der letzten Folge sind wir tatsächlich aufgebrochen, diese vierte Epoche, haben gerade von Zatila noch erfahren, dass wir Viola, unsere Verlobte, treffen sollen in Toras. Dort begeben wir uns jetzt hin. Ja, Gustus und Nodin haben alle Vorkehrungen getroffen. Liebenswerterweise. Alle schwarzen Garden wussten über unsere Ankunft nicht Bescheid. Wir wurden angeblich von den Räubern gefasst, laut den Almanachen. Hallo? Jemand zu Hause? Nicht? Okay, hier komme ich. Ich nehme an, hier gibt's keine Bienenvögelchen. Okay. Ja, es wurden alle Vorkehrungen getroffen. Die Schwarzen Garden wissen nicht Bescheid, dass wir noch existieren. Und daher konnten wir den Zugang in die vierte Epoche annehmen. Was ist denn hier jetzt los? Hier geht's auch in die verlorene Stadt. Da ist es anscheinend zu. Schauen wir nochmal bei den Räubern vorbei. Nachdem wir die rote Bolzen da eingesammelt haben. Ist ja schick. Ist ja schick. Boing. Der Ladebalken von der vierten Ära ist so rot. Das Dorf der Räuber Eratasken der vierte? Was soll das? Bitte nein! Die Räuber wurden... Doch nicht wirklich? Nee. Ihr habt doch wohl nicht wirklich... Die haben es tatsächlich gewagt, die Räuber zu überfallen. Nein, du kriegst mich nicht. Okay, jetzt bin ich einfach uninteressant. Ich bin Hype, der durch die Zeit reist, Kollege. Na? Willst du noch? Ich hab Zeit. Ich bin mal wieder uninteressant. Ist ja nicht so, dass ich Hype bin oder so. Der Hype der Hypes. Ja? Ach, jetzt bin ich wieder uninteressant. Ist okay. Junge, weißt du was? Mach ein Nickerchen. Wir sehen uns im Traumland wieder. Ein lilaner Trank, den ich wie von der Bienengestoche hier einfach mal einsammle, ohne überhaupt nachzudenken, dass da irgendjemand kommen könnte. Ein lilaner Trank. Sowas kommt wie gerufen. Lilane Tränke neige ich dazu zu verbrauchen. Und zwar aus Versehen. Was so? Nein, nein, nein. Wo waren denn die Herrschaften jetzt? Nein! Hype, pass doch auf! Das sollten wir gewagter angehen. Nicht ganz so gewagt angehen, meine ich! Was haben wir hier draußen? Geister! Ist okay, ist okay, ist okay! Leute, bitte nein, keine Geister! Die Geister vertreiben wir jetzt, glaube ich, mal mit einem Blitzezug. Jetzt bin ich wieder uninteressant. Ach, Mann. Schauen wir doch mal. Ihr Geisterlein. Nein, 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 nein. Ihr kriegt mich nicht. Was so? Habt ihr den gesehen, wie der geschanzt ist? Ich hab dich doch getroffen, du Unhold. Wie soll ich die denn jetzt besiegen? Habt ihr gesehen, wie viele Lebenspunkte die haben? Oben rechts zeigt's noch an. Neben meinem Frogoggi-Logo. Zurück. Und die kommen jetzt immer wieder neu, oder was?
Und wie soll ich das jetzt anstellen, bitte? Hat doch alles keinen Sinn. Nein, ich will diesen lilanen Trank nicht benutzen. Andererseits brauche ich ihn. Sei es drum. Einer. Was ist schon einer? Ja, komm. Komm, verfolgt mich doch einfach. Ihr blöden Geister. Oh, sind sie wieder weg. Sagt bloß, hier gibt's ein neues Rätsel? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Okay. Puh. Nein. Geld und... Ja... Ja, rote Tränke sind willkommen. Ich weiß, wer das ist, deswegen, da ist auch irgendwas an der Wand. Das interessiert mich aber jetzt gerade noch nicht, nein. Hey, ich habe doch eine neue Folge angefangen, die ich hiermit bespeichere. Oder wie ich es nicht besser hätte ausdrücken können. Somit, bla, nicht wahr? Hallo Nolin. Guten Tag, hi. Ich wusste, dass du eines Tages durch diese Tür hereinkommen würdest. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Aber es gefällt mir gar nicht, dass du mich so siehst. Wie es mir gelungen ist, hier allein zu bleiben, trotz der schwarzen Wächter? Nun, ich spiele die verrückte Alte. Sie lachen über mich und lassen mich in Ruhe. Ich fühle mich wohl hier im Wald. Aber ich bin des Himmels, der Sonne, des Mondes müde. Ich weiß, dass du mich das alles mit neuen Augen sehen lassen wirst. Aber geh zuerst nach Thoras. Du musst wieder an dein wirkliches Leben mit Viola anknüpfen. Und da gehöre ich nicht dazu. Viel Glück. Hi. Oh, wie rührend. Ein gutes Leben wünsche ich dir, Hi. Ich dir auch, Nolin. Nachdem du mir gesagt hast, was das hier ist. Ein gutes Leben. Mir scheint, das ist ein Schalter, der irgendwie wieder weggemacht wurde. ja. Die Nolin spielt die verrückte Alte. Haben wir da oben eine Kiste? Da oben irgendwas Verstecktes? Vielleicht? Nein. Dann würde ich sagen, hauen wir mal hier hin ab. Noch mehr Geister! Bitte, was? Nein, lass mich in Frieden. Wie ich sie hasse. Die sind viel zu stark, die Geister. Viel, 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 viel zu stark. Mal gucken, ob ich es mit Rennen schaffe. Renn halb! Sie sind weg. Immerhin. Wenn da drin jetzt Wächter lauern, habe ich ein Problem. Nein, ich sage es doch. Kaum habe ich es ausgesprochen. Toll. Mann! Sei's drum. Es geht weiter mit dem tollen Ladebalken. Das Dorf der Räuber. Lalala. Ich hab da nichts Aufregendes gesehen. Nichts Aufregendes gesehen. Ihr etwa? Dennoch macht mich das ein bisschen stutzig. Warum sind da unten zwei Wachen und die bewachen nichts anderes? Außer zwei? Habe ich zweimal rote Bolzen gesehen? Schauen wir noch mal rein. Also, einmal war auf dem Tisch und einmal in der Ecke. Nee, das war Geld. So.
Ach, und außer Geld habt ihr hier nix? Mann, was ist euch überhaupt wichtig? Rote Bolzen? Oder Geld? Oder Zaubersprüche, wie ich sie habe? Hm. Wozu das alles? Nein, 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 ihr bösen Geisterlein, lasst mich brav in Frieden! Was soll denn der Käse? Ja, ja, komm für die nächsten. Kunststückchen hier und da. Kunststückchen Fallera. Halb aufgepasst, halb pass auf. Halb, halb. Du passt auf, damit dir nichts passiert, weil ich will darüber! Hm. Okay, hier kann ich runter, ohne Bedenken. So hoffe ich. Jawohl. Nichts wie weg. Nichts wie weg. Ja, die Geister kommen einfach mal mit. Ich knall mal die Tür zu. Was haben wir denn hier? Nichts. Ja, da oben. Da oben waren doch noch irgendwelche Wachen, nicht wahr? Die versuche ich jetzt einfach mal auszutricksen. So, hier. Funktioniert nicht, halb. Funktioniert nicht. Halb. Funktioniert nicht! Nein! Nicht! Mist! So ein Dreck! Pups! Man merkt, es geht zum Ende des Spiels. Das ist auf der Räuber, wer hätte es gedacht, wer hätte es gedacht. Seufz, seufz. Rogoggi, du bist so ein toller Let's Player. Und du gestaltest deine... Oh, habt ihr das gesehen? Du gestaltest deine Let's Play mit so viel Atmosphäre. Und seufzt einfach nur. Mit Schatten. Es macht keinen Sinn dort, oben irgendwie den Tod zu suchen, deswegen freuen wir uns über den Ladebalken. Wir befinden uns nun im Wald, wo wir auch nichts Spannendes haben, außer Fliegenpilze. Wir laufen einfach mal weiter und stellen fest, hier gibt es noch viel, viel mehr böse Sachen, die ziemlich böse sind. Ja, das sagt das Wort böse. Was haben wir denn hier oben? Geht's hier oben vielleicht entlang? Ist hier was? Kann man da reinspazieren? Och, die haben einfach mal abgeschlossen. Keine Bienenvölkchen. Schade. Was geht denn hier ab? Einfach mal auf die 12. Bekommen. Von mir. So muss es sein. Wir rennen hier einfach mal weiter. Okay, was haben wir hier drin? Der eine schießt von da hinten. Ich erahne es. Da haben wir nichts weiter. Wir können hier drüben speichern. Vorzüglich, vorzüglich. Das nutzen wir doch gleich mal. Bididim. Überschreibelchen machen? Ja. Merci. Und weiter. Spielfortschritt, Spielfortschritt! Ins Gesicht, ich bitte dich. Sowas ist ungehobelt. Sehr sogar. Sehr sogar. Was soll das denn jetzt? Ich mach das jetzt schon richtig, oder? Ja, mir scheint, als ob der Weg hier weg ist. Herrje. Ihr seid ja welche. Verändert einfach mal die Landschaft. Habt ihr sonst nichts zu tun? Boing. Ihr könntet wenigstens ein paar Vögelchen einbauen. Und schon ein paar Jeep-Jeeps. So, im äußersten Eck. Der Controller quietscht, wie er sonst auch quietscht. Sehr schön. Hier weiter. Bla. Bäums.
Ich ahne einen Hinterhalt. Ich ahne ihn einfach mal. Ich bin mir nicht sicher. Ich ahne einen Hinterhalt. Ein offenes Tor. Das Tor ist diesmal offen. Warum? Was? Schwarze Wachen! Nein! Wie ich es erahnt habe! Auf die 12 für euch bitte! Noch ein bisschen was mit Eis! Feuer noch zum Nachtisch! Wie wäre es denn? Ihr habt gewonnen! Wir haben zwei Gewinner! Flambierte Füße! Aha! Ja, es geht einfach mal die Brücke hinter mir wieder runter. Ja. Was habt ihr denn da drin Schönes bewacht? Geld! Ist es das Einzige, was euch wichtig ist? Geld! Na gut, man kann schon für viele Sachen ja, brauchen und nutzen und so Sachen. Ich könnte hier so viel Kohle machen, aber nein! Ich vergesse zu shoppen! Ladebalken, la 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 la. Die Statoras R-Taste, der vierte. Ja, der ist sowas von leichtsinnig, der Hype. Rennt hier einfach mal rein. Ja, ist okay. Nein, keine Lust drauf, keine Lust drauf, überhaupt nicht, nein. Könntest du bitte, danke. So viel Geld. Für was denn? Gehen wir doch mal hier rein. Weder wartet jemand. Also ich meine, du darfst warten. Du darfst warten. Wer ist das? Wer ist das? Ich schwöre Barnak, meinem König und Gott, ewige Treue. Mein ganzes Leben werde ich ihm dienen. Was? Was habe ich verpasst? Bitte? Was? Hallo Ritter. Ich habe Barnak so auf die Treue geschworen, dass ich selbst seinen Leuten meinen Kram verkaufe. Natürlich zu überhöhten Preisen, aber sagt es nicht weiter. Los Ritter, wählt. Violetter Trank, 150 Plastiks. Hört sich interessant an. Kaufe ich gerne ein. Ihr seid der Meisterkämpfer Hype. Ich weiß es. Man erwartet euch in der Herberge. In der Herberge? Los, Ritter. Wählt. Ihr seid... Ja. Los, Ritter. Wählt. Sonst würde ich sagen, brauche ich erstmal nichts. Vielen Dank. Violette Tränke. Das brauche ich. Oh ja. Liegt das Geld hier vielleicht noch? Irgendwo? Der da hinten, der kriegt mich nicht. Denn ich bin flinker wie er! Oder doch nicht. Hab's doch geschafft. So, wo sind wir denn hier? Schauen wir doch mal. Haben denn mittlerweile die Schwarzen... Jag mir keinen so einen Schrecken ein. Junge, gedacht ich, du wärst eine schwarze Wache. Wer fasst auf dich drauf? Also mit Gebrüll und so. Nein, wer immer ihr auch seid, ich sage Barnaks Spruch nicht. Nein, nein und nochmals nein. Ich habe genug. Macht mit mir, was ihr wollt. Ich kann nicht mehr. Ich möchte die Sonne wiedersehen. Mich mit meinen Freunden amüsieren. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Herrje. Was hat Barnak mit den Leuten gemacht? Der böse schwarze Ritter. Der bekommt sowas von auf die 12, wenn ich den in die Finger kriege. Aber davon in der nächsten Folge mehr. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play. Hype the Time Quest mit mir, Frogoggi, und dem interessanten Typen hier. Alrighty then.